Wir sind jetzt angekommen. Wir haben uns mal wieder ein Auto gemietet. Ungefähr 40 Dollar hat das jetzt gekostet und sind jetzt eine Stunde zu so einem riesigen Baum gefahren. Ich weiß nicht genau, welche Baumart es genau ist. Zeige ich euch aber sofort. Ja, sieht mega geil aus. Wir haben uns so eine Route rausgesucht. Da klappern wir ein paar Seen und Wasserfälle ab. So, nächster Spot, Lake Barron. Sieht auch mega geil aus. Gleich geht es auch noch zu einem Wasserfall. Aber hier sieht es schon mal mega cool aus. Fahren auch so ein paar kleine Paddelboote lang. Kann man ja vielleicht dann auch mal machen. Und ja, bis gleich. So, jetzt fahren wir hier bei so einem Krater. Der sah auch schon richtig fresh aus. Ein kleiner Wasserfall war hier auch noch. Wir fahren hier gerade so von Spot zu Spot. Ich war heute selber alleine das erste Mal auf der linken Seite. Schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist einfacher, als ich vorher dachte. Ich bin ja vorher auf der Arbeit auch schon den Truck gefahren. Und ja, wir sehen uns gleich. Und dann packe ich nochmal die Kamera aus. Nächster Spot. Sind wir gerade an so einem Aussichtspunkt und laufen gerade den Weg runter. Da soll der Blick wohl ganz geil sein. Es hat gerade auch stark angefangen zu regnen. Deswegen tropft es hier gerade überall runter. Aber dadurch sieht es eigentlich noch geiler aus eigentlich. Es war gerade auch ein bisschen kritisch beim Autofahren. Also da hat es richtig runtergegossen. Alles gut gelaufen. Glaube ich auch erst der zweite oder dritte Tag, wo es hier geregnet hat. Weil jetzt beginnt hier gerade in Cairns oder allgemein im Norden von Queensland so die Regenzeit. Das ist unter anderem dann auch der Grund, warum wir ja jetzt die nächsten Tage runter in den Süden reisen. Dann klatsche ich euch gleich noch ein paar Aufnahmen von der Landschaft hier rein und dann gucke ich mal, ob wir noch zu einem weiteren Spot fahren. Bis gleich. Nächster Spot. Wir sind jetzt bei den Josephine Falls. Wer gut aufgepasst hat und ein treuer Supporter ist, weiß, dass ich hier schon mal war. Ich glaube, im zweiten Vlog war das. Da bin ich hier mit Gernot und Konstantin hingefahren. Grüße hier nochmal raus. Und ja, jetzt sind wir hier nochmal hingefahren. Da lässt sich das ein oder andere Bild bestimmt auch nochmal schießen. Vielleicht springen wir auch nochmal ins Wasser. Heute ist aber nicht ganz so warm. Ja, sehenswert ist es aber auf jeden Fall. Ich hoffe, die Aufnahmen werden gut und dann bis gleich.
Trip zurück, haben das Auto abgegeben, haben uns hier noch eine Pizza geholt. Wenn ihr hier seid, geht auf jeden Fall zu Domino's. Da gibt es eine Pizza für 5 Dollar. Ja, wir mussten das Auto dann noch voll tanken. Das letzte Mal, als ich da den Trip mit einem ausgeliehenen Auto gemacht habe, das war noch ein bisschen günstiger. Das hat jetzt pro Person 35 Dollar gekostet, aber ich meine, wir haben das Auto ja den ganzen Tag genutzt und haben viele Sachen gesehen. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, wir setzen uns mit der Pizza jetzt noch an den Strand, labern noch ein bisschen. Wenn alles glatt läuft, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann reisen wir morgen schon Richtung Süden. Aber wie so vieles hier, entscheidet man das hier halt spontan. Ja, aber wenn wir morgen in den Süden reisen sollten, dann lasse ich euch das auf jeden Fall wissen in Form von einem Vlog. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog und haut rein!